Schätzen und zählen. So könnt ihr zu zweit üben. Ihr braucht viele gleiche Gegenstände, zum Beispiel Holzwürfel, Bohnen oder Münzen. Legt eine beliebige Anzahl auf den Tisch. Nicht abzählen. Schätze dann, wie viele Würfel es sind. Ich schätze, es sind 40 Würfel. Dein Partnerkind zählt nach. Ich mache immer Fünfertürme. Zwei Türme sind 10 Würfel. Es sind insgesamt 32 Würfel.